Bruntingthorpe, England. Auf dem Flugplatzkurs testen normalerweise Timo Glock und Kollegen ihre F1-Boliden. Doch diesmal zieht ein Forschungsprojekt hier seine Bahnen. Auf den ersten Blick ein herkömmlicher Formel-3-Rennwagen. Doch anstatt aus Carbon und Co. haben Forscher der Universität Warwick dieses Auto aus Materialien gebaut, die bei den meisten Menschen im Kochtopf landen. Innerhalb von 9 Monaten ist so der erste umweltfreundliche Formel-3-Bolide der Welt entstanden. Selbst der Antrieb ist ökologisch korrekt. Der Motor ein 2-Liter Biodiesel mit 200 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment. Wir haben bei diesem Auto eine Menge ungewöhnliche Materialien verwendet. Zum Beispiel Naturfasern im Karosserieaufbau. Das ist Flachs, das sieht man an der Oberfläche. Außerdem Karottenfasern, aus denen wir das Lenkrad gemacht haben. Für den Außenspiegel haben wir Kartoffelstärke benutzt und Sojaschaum für den Sitz. Der Wagen sieht nicht nur aus wie ein Formel-3-Renner, er soll auch so abgehen. Nach den ersten Startschwierigkeiten schnurrt der Öko-Racer zwar nicht wie ein Kätzchen, aber er läuft. Trotz der verbauten Materialien erfüllt der fahrende Eintopf alle Sicherheitsanforderungen eines Formel-3-Renners. Eine Teilnahme an einem Formel-3-Rennen ist dennoch nicht möglich. Biodiesel ist im Reglement bislang nicht vorgesehen. Wir haben ungefähr die gleiche Motorleistung wie ein normales Formel-3-Auto. Unser Wagen ist nicht schwerer. Alle Komponenten passen vom Qualitätsstandard. Damit schaffen wir die gleiche Geschwindigkeit wie ein herkömmliches Formel-3-Auto. Im Science to Business Center in Marl, Deutschland, arbeiten Wissenschaftler an der praktischen Anwendung von Biotechnologien. Zum Beispiel an der Herstellung von Kunststoffen aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben. Also ich kann mir vorstellen, dass wir auf mittlere Sicht ganze Frontpartien, Seitenteile des Autos, also große Teile, auch Teile der Dachpartien aus Kunststoffen herstellen können, die biostämmig sind. Das ist so die nächste Welle, die innerhalb von den nächsten 5 bis 10 Jahren kommen wird. Zurück in England. Hier dreht der Biobrenner mit über 210 km/h Spitze einsam seine Runden. Als Versuchsträger hat er auch andere Aufgaben, als Rennen zu gewinnen. Das Entscheidende bei diesem Auto ist, zu zeigen, was technisch machbar ist. Es ist wichtig zu zeigen, dass wir so weit sind, diese Materialien im Hochleistungsbereich zu nutzen. Es gibt diese Materialien da draußen und man kann sie benutzen. Noch ist so ein Modell Zukunftsmusik, doch auch im Rennsport wird Umweltschutz immer größer geschrieben. Momentan liegt dieser Renner auf der Pole Position.